Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Prolog, und zwar angespielt von Rebellia Games. Spielen wir heute den Schrottplatz-Simulator. Kann natürlich nur aus dem Hause Playway kommen. Ich habe noch nichts großartig umgestellt. Ich weiß nicht, können wir das auch auf Deutsch stellen? Nee, sieht nicht so aus. Und ja, ich werde da im Hintergrund irgendwie die Musik rausmachen müssen, fürchte ich. Das heißt, mit anderen Worten, beziehungsweise ich hoffe, dass wir das dann spielen können. Schauen wir mal. Ja, ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Wir hatten ja zuletzt bei den Bau- und Abriss- und sonstigen Simulatoren richtig viel Spaß. So, gucken wir mal eben hier diese laute Musik. Die muss mal eben hier weg. Ach so, wir machen hier, damit ihr das mal seht, dass ich das auch für euch immer auf Maximum spiele, bis auf die Schatten. Die lässt man immer ein bisschen niedriger. Und dann... Ja, da sind ja tolle Musikauswahl hier. Gut. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Oh, mein Kopf. Das kommt davon, wenn man trinkt. Ja, ich trinke ja nicht. Wo bin ich denn hier? Okay. Jetzt will ich auch noch ein Bier trinken. Will ich gar nicht. Wahrscheinlich bin ich es eh noch. Okay, hier werden uns die Kontrollen erklärt. WASD, und wir machen das so wie immer in diesem Kanal. Wir erleben das Spiel gemeinsam. So wie wenn ihr in das Spiel reinputzeln würdet, so gucken wir uns das an. WASD ist Bewegung, Jump ist ganz wichtig, dass das da ist. Pick up and add to backpack. Okay, small map, flashlight, tablet, baby backpack. Okay, kann ich mir glaube ich merken. Was? Telefon. Collect the items. When you have them all, I'll contact you. Okay, ich soll Sachen einsammeln und der sagt mir dann, was ich als nächstes tun soll. Ich soll jetzt erstmal Sachen einsammeln. Okay, was haben wir denn hier? Einen alten Fernseher, eine Taschenlamp. Und ich soll einen Schockabsorber finden. Das ist eine Stoßfänger, heißt das dann, ne? Stoßstange, nicht Stoßfänger. Hier, ne, mit den Federn drin. Ja, was soll ich damit? Remember, the quest panel is in the lower left corner after activating your Junkman interface. You can turn it on or off at any time. Okay. Als nächstes eine Pumpe. Das ist keine Pumpe, das ist keine Pumpe. A car pump. Ist ein bisschen komisch eingerückt, ne? Ah, hier ist mein Schrottplatz. Ach, du dicke Mann. No exit. Ach, du heiliges Lottchen. Na, da werden wir jede Menge Spaß kriegen. Ich hoffe, ich habe dann irgendwie so einen Bagger, wo ich auch hier rumfahren kann und Sachen zerstören und rumwühlen und in meinem, was habe ich denn für Hände? Oh. Eieiei, hier ist aber auch irgendwie... Ich dachte, Lebra wäre ausgerottet. Wird mir das irgendwo angezeigt, was das Ding sagt? Ah, hier. Für Blöde wird es auch angezeigt. Sehr gut. Und eine Battery. Was? Das ist so ein alter Industriekomplex. Okay. Hier stehen runtergekommene Wohnwagen rum. Und ein oller Bus. Den kann der André dann abholen für seinen Busmechanik-Simulator. Hier haben wir ein bisschen radioaktiven Müll. Hier gehen wir doch mal rein. Ja, moin. Okay, aber hier muss ich ja irgendwie... Ach, das kann ich alles irgendwie... Okay. Wir machen jetzt erstmal, was wir sollen, damit wir auch ein bisschen hier... ich kann übrigens nicht laufen. Doch, mit Shift. Aber also das ist Laufen. Und das ist normal Gehen. Ich sag mal so. Da könnte man gegebenenfalls. Ich nehme an, der gelbe Pfeil zeigt uns, wo wir. Nee. Der gelbe Pfeil zeigt uns nicht, wo wir hin müssen. Oder ist das hier drin? Komme ich irgendwie rein? Ja, bitte. I suggest you turn on the radio on those longer journeys. You'll definitely find something that suits your taste. Das kann ich aber auch lassen. Hier ist die Batterie, siehst du?
Batterie muss natürlich ganz alleine hier in diesem einsamen Raum stehen. Was ist hier? Hehe. Geld. Sehr gut. Und die V8 Engine. Mhm. Mhm, mhm, mhm. V8 Engine. V8 Engine. Ja, da bin ich ja mal. Ah, da jetzt hat er mir was gefunden. Eben habe ich das noch nicht gesehen, dass er das gefunden hat. Das heißt, wir müssen hier irgendwie lang, oder was? Also ich glaube, das wird am Ende irgendwie hier eher so ein Jump-and-Run-Parcours. Und wie gesagt, Prolog, das bedeutet, für die, die es vielleicht nicht wissen, deswegen kurz erklärt, heißt, das ist noch nicht das fertige Spiel, sondern erstmal so eine Art, ja, wie soll man sagen, Einblick in das, was da kommen wird und was man da machen kann. So eine Art Tech-Demo auch, ne? Hier ist nochmal ein Raum, was ist hier? JJ, remember, you have a flashlight with you. Press 3. Okay, Taschenlampe haben wir auch. Danke für die Erinnerung. Und wir nehmen hier den Kanister mit. Okay, jetzt wird nochmal erklärt. Das sollen wir jetzt auf den... Okay, warte mal, wir nehmen den mit. Und das sollen wir jetzt alles auf das Auto packen und dann liefern. Okay. Ich bin ja mal gespannt, ob wir den auch reparieren und so. Das werde ich euch alles in die Videobeschreibung packen. Was man laut diesem Spiel alles können soll, da schauen wir mal. Ja, ich habe übrigens jetzt mit dem heutigen Tage zunächst mal die Meetingwochen hinter mir gelassen. Ich weiß nicht, ob man das möglicherweise hört. Jetzt muss ich natürlich erstmal alles andere nachholen, was da liegen geblieben ist, wie immer. Aber das mache ich ja gerne, denn dazu gehört natürlich auch hier dieses Spiel jetzt mal aufnehmen. Sorry, wenn wir da ein bisschen spät dran sind, aber eigentlich seid ihr ja gewohnt, dass wir hier die Sachen sehr früh zeigen im Kanal. So, öffnen. Okay. Und jetzt hier. Okay. Öffnen. Öffnen. So, load onto the vehicle. Öffnen. So, load onto the vehicle. Backpack. Das scheint mir nicht ganz richtig. So. How's it going, buddy? Did you load all those items? Ja, ich hab alles hier. Okay, it's time to go to the raw materials market to cash the scrap. Ah ja, wir können es verkaufen, sehr gut. Lass mich mal raus hier. Also solange der irgendwie mit ihm am Labern ist, kann man nichts weiteres machen. Das ist ein bisschen komisch. Das. Open the scrap market cage and throw the items inside. Minimum 2, 7 von 8. Hä? Okay, hat er die vielleicht nicht erkannt? So, Batterie ist da. Open the scrap market cage. Ich weiß nicht, was er von uns möchte, aber ich hätte jetzt gesagt, wir müssen... Okay, Handbrake, F. F wie Pfandbremse. Lichter, Kamera, okay. Keine Ahnung, wo wir... Wow! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Keine Ahnung, wo wir hin sollen. Oh, wie schön. Das lassen wir mal lieber. Okay, wir fahren jetzt irgendwie hier rum. Haben wir eine Map? Hier haben wir die Map, ne? Mit Tab. Tab war die Map. Geht aber nicht. Okay. Achso, er zeigt da unten wieder einen Pfeil an, wo wir hin sollen. Und ich würde sagen, das ist die falsche Richtung. Aber so grob, vielleicht doch. Hallo? Das... Wie jetzt?
Ich habe halt Angst, dass die Sachen da rausfallen. Aber wir können auch nirgends anders hin damit. Nehmen wir, der Pfeil zeigt dahin. Kommen wir mal hier lang. Achso. Okay, ich kann da nicht hin. Nur, dann fahren wir mal hier lang. Okay. Ah, das scheint alles noch nicht ganz fertig zu sein. Und das scheint auch irgendwie nicht das zu sein, wo wir hin müssen. Weil die Entfernung da unten, die geht ja immer weiter weg. Ja, wenn die Map funktionieren würde. Ich finde übrigens das Straßendesign auch sehr anstrengend. Interessant. Nennen wir es mal interessant. So, hier ist ein Camp. Da geht einfach mal die... Okay. Ja, aber das ist halt, ne? Frühes Spiel, da... Autsch. Da kann noch nicht alles so perfekt sein. Wir fahren mal weiter. Ja, und es ist wirklich, die Steuerung ist hier sehr, sehr komisch. Okay, hier kann ich jetzt links abbiegen. Nee. Hä? Oh. Ah, die Sachen scheinen aber nicht rauszufliegen. Das wäre ja nicht schlecht. So, wer auch immer diese Straßenführung gebaut hat hier, also der Architekt, der die Straßen Auftrag gegeben und so weiter hat. Was jetzt? I hope you haven't had the unpleasant experience of overturning your car. If you have though, remember, you can reset vehicle positions. After leaving the car, press R and pick a convenient spot on the level surface. Ich habe jetzt mal eine sehr, sehr, sehr ernst gemeinte Frage zum Thema Straßenführung. Was ist denn, sag mal, was ist denn hier los? Ich meine, ich wache auf, ja, bin angeblich besoffen, obwohl ich keinen Alkohol trinke, weil ist mir zu doof. Mir persönlich, das ist meine private Meinung. Listen, JJ, I've been guiding you through all these jobs, but you can always make a detour when you see something interesting along the way. Oh, ich glaube richtig. Ich musste wirklich hier hin, aber warum musste ich da so einen riesen Umweg fahren? WASD Move? Ja, zu der alten Dame sprechen, die will die Sachen. Und dann soll ich der Mitte. Und dann soll ich ihr mit der Flashlight ins Gesicht leuchten. Jetzt habe ich da mal eine rein, also vielleicht bin ich ja da zu doof zu, aber vielleicht könnt ihr mir das erklären. Ich habe da mal so eine technische Frage. Also. Okay, ist alles verstrahlt offenbar. Wir haben jetzt Folgendes gemacht. Ja? Es ist vielleicht verstehe ich das ja falsch. Wir haben die Sachen aus dem Rucksack, ja, in den Pickup gepackt. Warum kann ich das denn hier öffnen? So. Und jetzt packen wir die Sachen aus dem Pickup in den Rucksack, und damit wir die verkaufen können. Ich sag mal so. Ich verstehe es nicht. Vielleicht versteht ihr das. Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, wo müssen wir denn hin? Das ist ja auch ein Schrottplatz hier. Ist das nicht hier? Das scheint gar nicht hier zu sein. Oh, wir müssen noch weiterfahren, oder was? Ah, hier ist auch so ein Schrottplatzding oder so. Warte mal, dann fahren wir doch mal eine Runde weiter. Ist ja überhaupt kein Problem. Wir steigen also wieder unser Auto ein. Lokale Gewitter nennt man das, glaube ich, ne? Wenn's. Ah ja. Ja. Klappe es auf. Da ist auch jemand hier in dem Spiel drin, ne? Da ist jemand in dem Spiel, der, wenn ich eine Taste drücke, dann geht der zu einem Aktenschrank, holt dann einen Aktenordner raus, schlägt den Aktenordner auf, guckt dann nach, was er machen muss, wenn ich die Taste drücke. So. Und dann, so ist das nämlich. So, da ist die Map. Ich verstehe überhaupt nicht, in welche Richtung wir gerade fahren. Wir fahren gerade richtig, ne? Okay, wir fahren mal weiter.
Aber jetzt können wir jetzt die Sachen nicht verlieren hier. Auf jeden Fall scheint es eine Welt zu sein, in der es, ja, wie soll ich sagen? Guck mal, da steht sogar ein Gartenstapel, können wir hier auch umfahren. Der ist ja schrottlastig ist und, naja, die Straßenbauunternehmen haben sich, glaube ich, eine goldene Nase verdient. GEMA. So. Ich glaube, ich finde das nicht. Ich glaube, das da unten soll die Map sein. So, wir fahren ja hier so ein bisschen wieder weg aus der Richtung. Wir waren ja eben in Richtung der Richtung unterwegs. Okay, gucken wir mal, was ist hier eine Riesen. Remember about the items for the order. They must be sent to the scrapyard market in order to complete the quest. This is very important. Ja, die müssen dahin gesendet werden. Oder muss ich die aus dem Rucksack da rein? Aber das kann auch nicht sein. Dann würde man ja nicht anzeigen, dass ich da hinfahren soll. Sind wir jetzt einmal. Aber da habe ich wie. Oh nein, Winterlandschaft! Eisenbahn! Oh, wie toll! Da habe ich wenigstens einmal die Welt gezeigt hier, ne? Hier wird ja nichts. Also, wir wollen ja nichts zum Zufall über. Oh, wir wollen nichts zum Zufall über. Na. Wir wollen ja nichts dem Zufall überlassen, sagte er. Ja Mensch, aber das ist ja schon mal ein tolles Fazit aus der kleinen Demo hier. Wir haben 7 Dollar verdient und für mindestens die gleiche Menge Sprit verfahren. Und ja, also es hieß, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit für diesen Titel. Ich sag mal so. Ja. Okay. Wir können immer mal rechts und links gucken, aber sonst können wir die Kamera nicht drehen. Finde ich ein schade. Und die Ego-Perspektive ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, das ist erhebend. Oh, guck mal, hier müssen wir hin. Glaube ich. Was steht denn auf dem Schild? Kann man nicht sehen. Ah, hier kommen wir nicht hin. In the future. Okay, dann müssen wir hier doch nicht hin. Fahren wir mal weiter. Da steht ja auch noch 100 Meter. Oh, wir kommen der Omi näher. Wir haben ziemlich viele Spiele mit Omis in letzter Zeit. Na guck, jetzt sind wir gleich da. Jetzt entfernen wir uns wieder von der Omi. Wir müssten also eine Etage runter. Okay, wir müssen da unten irgendwie hin. Oh nein. Wie kommen wir denn da hin? Guck mal, hier geht eine Straße rein. Und ich sag's nochmal, das bin nicht ich, der hier so komisch fährt. Das ist die Steuerung, ihr könnt es mir glauben. Omi! Hallo! Ich hab Schrott für dich! So. Jetzt sind wir bestimmt richtig. Okay, wo müssen wir hin? Hier hin. Deliver Items. Was? Reset wohl. Ja, mach mal auf. Open. Aha. So, das Tolle ist jetzt, wir hätten das gar nicht, wir hätten die Sachen ja gar nicht ins Auto packen müssen. Wir hätten einfach im Rucksack lassen können. So. War eben der Typ der nervt. Well, we're not done yet. You must now submit the order to collect the bounty. Submit the order. Ja, alles klar. Lass mich aus dem Menü raus. Dankeschön. So, submit the order. Store Scrap. Clues. Ich glaube, der hat uns das. Submit the order. Ah! Oh, wie cool! Und level up. You see the text flashing next to your dough? Well, I'll give you a hint. It's in the top left corner. Complete.
complete the order by turning on your tablet. Ach du dicke Minna. What? Was ist das denn alles? Ja, doch. Oh, der Typ, ne? Kann ich mal bitte ihr... Kann ich nicht. Ja? Remember, Johnny, there's no limit to the amount of raw materials you can sell on the scrap market. But watch out for those exchange rates. Die ändern sich also wie Börsenkurse. Don't get hot for quick sales. As they say, the impatient lose twice. Okay, collect ja. Some raw material, wait for the right moment and sell. Alles klar. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, so als ersten kleinen Eindruck von diesem noch frühen Prolog, würde ich mich an dieser Stelle von euch wieder verabschieden. Wie immer gilt Prologe, wir schauen weiter rein, wir schauen auch weiter in Surviving Mars, nee, wie hieß es denn noch? Occupy Mars, genau, schauen wir auch weiter rein. Das ist auf meiner Liste auch drauf. Wir schauen noch in weitere Simulatoren rein. Und wir gehen Pommes essen. Im Ruhrpott. Was ich damit meine, seht ihr bald in meinem Kanal. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne ein Abo dalassen. Im Moment schauen sehr viele Leute ohne Abo meine Videos. Bitte unterstützt mich, indem ihr ein Abo dalasst. Und wir sehen uns bald schon wieder. Besten Dank fürs Zuschauen und um Gottes Willen.